Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin heute nicht alleine, mich begleitet der gute Abe hier neben mir. Hallo. Moin Moin. Wir spielen heute World of Tanks. Wir wollen mit dem deutschen Panzer VK301 voll reinorgeln ins Gefecht. Ich mache einmal ready und dann geht es auch schon los. Zack, gleich in der Runde. Das ist natürlich belohnt. Was haben wir hier? Erlenberg. Da würde ich schon fast schauen, ob wir, weiß ich nicht, vielleicht Richtung Burg fahren. Das ist ja hier GFE2. Also sprich, dass wir unten die J-Linie langfahren über die Brücke. Und dann gucken, dass wir irgendwie auf der 1er-Linie hochfahren oder 2er-Linie, dass wir sozusagen im Schatten der Burg agieren. Mhm. Ich habe wieder einen Auftrag. Erste Schritte. Erzählen Sie mindestens die zehnthöchste Erfahrung Ihres Teams. Das sollte machbar sein. Hast du diese Aufträge eigentlich auch schon angenommen? Nee. Okay. Alter, die Musik schallert jetzt hier aber einem auch die Ohren weg, ey. Auf geht's! Fahren über die Brücke, ne? Bitte? Wir fahren über die Brücke. Ja. Oder? Genau. Hier einmal links rüber, weil ich weiß nicht, ob man durchs Wasser kommt. Ich kenne das so früher, bist du durchgefahren und warst tot. Weil du hier ja nicht mehr hochkommst. Aber ich sehe gerade hier da hinten, wo die Su lang fährt, ist auch eine Möglichkeit. Wir machen das jetzt hier wie der T6 Medium. Wir fahren jetzt im Endeffekt hier alles platt, hier schnell durch. Also der T6 ist gerade runter abgestürzt in den Graben. Echt? Ja, wobei der ist noch rausgekommen. Nur manchmal ist so, dann fährt hier ein Light raus und dann bist du offen. Oder gehst recht schnell auf und dann hast du halt gleich ein Problem. Ne? Gerade weil wir nicht die schnellsten Panzer sind hier jetzt, auch wenn wir, wobei 25 fahren wir gerade vor. Leichte, eigentlich keine Steigung, keine wirkliche. Da war das vorhin einfacher, ne? Da waren wir bei 30. Aber jetzt, jetzt kommen wir wieder 29. Guck mal, dich erkennt man gar nicht hier mit deiner krassen neuen Clan-Tarnung hier. Mhm. So, ich würde sagen, wir luschern hier jetzt gleich mal hoch. Oh. Ich auch, dann lass uns hier mal rechts reinfahren. Oh shit. Dann stehen die irgendwo links schon. Entweder hier oder sie stehen noch weiter hinten, aber das glaube ich nicht. Die werden da links stehen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir von rechts nicht einen drauf kriegen, da den Lux, ob wir den kriegen. Shit, da hat er sich gerade gezeigt. Die Chance kriege ich safe nicht nochmal. Doch krieg ich. Okay, jetzt weiß ich, wo er ist. Nein! Ah, der andere Lux. So. Der hat eine kaputte Kette. Da schieße ich ruhig nochmal blind rein. Der andere Lux. Da drauf. Da rechts. Ich bin ready. Warte, ich habe den Lux. Wenn er rausfährt, ist er. Also wenn er richtig rausfährt, nicht hier so einen kleinen Peak. Ach, der ist raus. Also wir müssen schauen, nicht, dass wir von hinten gepusht werden, aber der T6 Medium ist gut aufgerückt. Wollen wir mal links hoch auf die Burg? Ich habe Angst, dass hier noch der Lux steht. Glaube ich zwar nicht. Ich habe da mal blind reingeschossen. Ne, dahinter kommt Rauch. Oh, hier? In der Stadt, da können wir hier gleich hinhalten. Oder wenn der PZ woanders hinfährt. Wurde gespottet. Dass sich die Arti auch noch nicht auf uns eingeschossen hat, ist eigentlich ganz belohnt. Ich würde hier mal hochfahren. Ja, mach das mal. Irgendwer wird da bestimmt irgendwie warten. Weil du bist ja auch recht früh aufgegangen. Wo kam der Arti-Schuss gerade rein? Hinter dir. Hinter mir, okay, dann. Hat die Arti jetzt vielleicht doch Bock auf uns? Dann verlegen wir einfach mal nach weiter oben. Der P26 hat Bock, hier rechtzeitig noch was zu holen. Du musst schauen, ne? Hier hinten ist halt die Gefahr, dass hier aus diesem Waldstück da, dass da dich wer rausschneidet. Weil da stehen häufig die Jagdpanzer. Rechts der Lux. Ja, er verschossen. Dem einen reingedrückt. Ist gleich tot. Ich hab verschossen. Shit, nee, ist doch nicht tot.
Er ist nach hinten gefahren. Aber wenn er nochmal piekt, ich kann nicht auf den. Oh, ich muss mal reinfahren. Der T67 steht da irgendwo. Wahrscheinlich weiter hinten. Ich könnte mir vorstellen, dass der ungefähr hier steht. Okay. Also da, wo ich gemarkert habe, dann. Das würde passen. Leider hast du ja keine Entfernungsanzeige, wenn du einen Einschlag kriegst. Wobei der P26 fährt jetzt hier lang. Wir müssen den Lux halt ausschalten, ne? Der spottet da scheiße. Ich gehe davon aus, dass der eigentlich gleich wieder aufgeht. Sollte das den P26 dann mal vorbeifahren? Oh, die Stuck. Ich gehe zusammen mit dem Valentine auf die Stuck. Jetzt kann ich nicht raus, weil die mich abaimt. Der Lux ist offen. Scheiße. Der Skoda. Nein, jetzt auch der T67. Oh, da war ich zu cocky. Da wollte ich einfach den anderen noch haben. Wird dir natürlich nichts gegönnt. Oh, schön. Den hast du gut rausgenommen. Von hinten bei der Brücke ist der V. Ja. Hab ich gesehen. Ich versuche da auch zu wirken. Kein Treffer. Aber, oh. Ey, jetzt machst du aber die Dinger nacheinander, wa? Ja. Der Skoda da hinten noch. Warte mal, der Lux ist raus, ne? Ja, der Lux ist raus. Beide Luxe sind raus. Das heißt, der Jagdpanzer, theoretisch sind wir nicht mehr offen. Wir müssen schauen, hier links auf der Insel ist noch einer, der PZ4. Glaube ich. Oder ist der schon weg? Die PZ4 Hydraulik oder was? Keine Ahnung, wofür das sieht. Oh, da kommt der Skoda. Rechts. Da, Panzer nicht geschlagen. Hinter mir. Hab ihn. Der T6 ist auch. Oh, da vorne. Oh, du wirst gepusht. Ja, das schon nicht von mir bekommen. Schade, der ist nicht raus. Ach, ich hab den nicht geschossen. Die Arti hat verschossen. Wir können jetzt natürlich einer links, einer rechts machen, aber ich befürchte, dass wir dann eher. Absi. Ja, schon. Oh, das war wichtig jetzt. Ja, ich hab von der Valentine einer bekommen. Von wo? Oh, da kommt auch einer zum Pushen. Fahr nicht nach hinten. Oh, Valentine geht auch auf mich. Oh shit, eigener Stützpunkt. Da muss ich der T6 jetzt mal drum kümmern. Fahr mal ein Stück zu, oder? Also, weil so, wenn er piekt, weil dann können wir ihn zusammen rausnehmen. Okay, shit. Der hat der eine starke Panzerung? Nee, aber der war so, dass nur sein Rohr rausgeschaut hat. Und es war recht weit oben. Der wird schon wissen, was er tut. Ja. Ja, der spottet für den Feind. Oh, er kommt. Schön. Schön, das war wichtig. Sehr gut. Der T6 fährt jetzt auch zur Base. Ja, also, lass auch ein bisschen hinterher zur Base. Nee. Wir müssen hier weiter Druck aufbauen. Das sind noch vier Panzer. Ich versuche jetzt hier mal, pass auf. Ich würde jetzt hier links außen lang fahren auf der 1er und 2er Linie. Und du kannst da, wo du bist. Oh, die Valentine ist offen. Kannst beschießen. Ja, kann ich. Ja, doch nicht. Scheiße. Ey, komm, mach mich nicht traurig. Nein, Abpraller. Ey, bitte. Oh, Gott sei Dank. Junge. So, das war wichtig. Okay, und da ist die Arti. Oh, da hinten. Hast du sie gesehen? Kannst du ungefähr markieren? Ja, ich weiß ungefähr, warte. Dahinter ist eine Kuhle, die wird irgendwo dahinter sitzen. Da so in etwa. Ja. Ja, eigentlich müssten die das, also unsere Base ist safe. Die haben wir. Da haben wir den T6 und die Su, die werden das safe machen. Genau, guck mal. Jetzt ist es nur noch die Arti. Du kannst mal versuchen, rechts sehen. Ah, nee, da ist er. Ja, die kriegen wir. Brauchst du jetzt beim Verschuss natürlich nicht, ne? Nein, ich habe auch nicht getroffen. Oh, schön. Boah. Junge, ey. Du 5 Kills, ich 3 Kills, alter Finne, ey.
eben gerade noch über die Auszeichnung geredet, ne? Und gesagt, ja, das ist schon schwierig, ne? Und jetzt reißen wir hier dieses Match, ey. Krass. Dabei sah es ja anfangs gar nicht so gut aus, fand ich jetzt. Das war sehr solide. Ja. Und gleich die dicke Auszeichnung, Waffenbrüder oder so. So. Stufe 1 Dekor, alle zusammen, sehr gut. Alter, das hört nicht auf. Sehr, sehr gut. Hier, Waffenbrüder. Wirkungsfeuer. Duelland. Und Überlebenheitsabzeichen, dadurch, dass wir halt nicht mehr so viel Leben hatten und halt Beste aus der Runde. Ne? So wie man das kennt. Im Idealfall. So. Ich verdoppel nochmal schnell den Bonus der Erfahrungspunkte. Dann hier einmal rein. Damit es ganz viel Neues freigeschaltet. Hier irgendwelche Farben. Dekore, die könnten wir uns draufziehen. Und Schriftzüge. Eier aus Stahl. Geil. So. Und dann müssten wir eigentlich hier auch was haben. Was? Nur 4? Warum? Jemand Punkte verdient. Aber ich hatte doch Waffenbrüder. Warum habe ich den nicht bekommen? Komisch. Naja. Egal, auf jeden Fall lief das ganz gut. Ey, wie sieht's aus? Bist du wieder bereit? Ich kann ja in der Zwischenzeit schon mal bereit machen. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das Schöne am VK ist halt wirklich, dass man hier eine recht hohe Durchschlagskraft hat. Und hier, man sieht's hier, ne, das ist so der Forschungstui, wo man den jeweiligen Panzer dann nochmal weiter ausbauen kann, hat hier seine vorherigen Panzer, hier die neuen Panzer, je nachdem, wo es hingehen soll, und hat hier dann seine ganzen Bauelemente, die man einsetzen könnte und und. Ich bin jetzt bewusst hier auf die 7,5 cm Gun gegangen, einfach weil die eine sehr oder eine deutlich höhere Durchschlagskraft hat und scheiße da so ein bisschen auf den Schaden. Mir ist da die Durchschlagskraft wichtiger. Ja, ich weiß, ich könnte hier auf die Trollgun gehen vom Hetzer von früher. Weil da der Damage ist einfach phänomenal. Aber es lohnt sich halt für mich nicht. Weil die Nachladezeit recht hoch ist und auch die Durchschlagskraft. Man sieht es da, 64. Da kommst du halt wirklich nicht bei allem durch. Und da ist das hier mit 157 schon deutlich besser. Und wir haben es gesehen, wir sind eigentlich bei allem durchgekommen. So ein Abpraller kann natürlich immer passieren, dass der so seitlich einschlägt, dass man da gar nichts trifft. Und dann haben wir hier, sehr gut, dann haben wir halt unsere Forschungstrees, ne, wo man halt irgendwie ein, zwei Panzer so hat und halt unterschiedliche Nationen. Ja, ich würde sagen, wollen wir gleich wieder rein? Sehr belohnt. Die war schon richtig, richtig schön. Ich habe auch 1000 EP. Ja, ich jetzt nicht, aber auch, wir sind beide Beste von den Runden. Und was sehr, sehr schön war, wir haben gleich alles hier bekommen. Was mich nur gewundert hat, ist, ich habe eben mal nachgeguckt bei unserem Bündnis. Mhm. Du bist ja mein Rekrut. Ist es eigentlich so, wenn ich auf wie verdient man Punkte gehe, steht halt hier Zugmedaillen verliehen für den Erhalt folgende Auszeichnung. Waffenbrüder. Und wir haben aber das ja gemacht. Also wir haben beide 3 Gegner zerstört und wir haben überlebt. Deshalb wundert es mich, dass die jetzt irgendwie nicht zählt. Also, weil sonst hätten wir jetzt 20 Punkte bekommen. Da verstehe ich nicht, woran es liegt. Aber nun gut. Ich würde einmal wieder reingehen. Wieder mit dem hier. Der war ja eigentlich ganz solide. Kann jetzt hier diese Erfahrung natürlich leider nicht umwandeln. Weil eigentlich will ich die umwandeln, denn ich würde gerne ja auf den FV gehen. Wenn ich Erfahrung umwechseln, also umtauschen möchte. Ja. Da kann ich nicht meine ganze Erfahrung umtauschen. Ich habe irgendwie 1300. Ja, das liegt daran, dass du wahrscheinlich den Panzer hier noch nicht, mit dem du das umwandeln möchtest, voll ausgebaut hast. Achso, wenn ich voll ausgebaut habe, dann kann ich ihn... Genau, du musst den Panzer, den du hast, komplett ausbauen. Solange dann noch was grün leuchtet, ist der nicht voll ausgebaut. Das heißt, ich könnte jetzt hier also ich muss zum Beispiel den VK3002M, den müsste ich mir zum Beispiel selbst noch holen und erforschen. Erst wenn ich das gemacht habe, dann kann ich weiter hasseln sozusagen. Ah, okay.
Und dann kriegt er auch so ein goldenes Abzeichen unten, hast du ja die Namen und auch dieses, ja, den Panzerart-Symbol, also sprich, ob das ein leichter Panzer ist, ein mittlerer, ein Jagdpanzer, bla bla bla. Denn für einen Zuschauer vielleicht interessant, ne, hier diese Dreiecke, das sind Jagdpanzer, die Vierecke ist eine Selbstfahrlafette, also eine Artillerie, die Rauten ohne Strich ist ein leichter Panzer, die mittleren haben einen Strich und die Heavies sind die großen Rauten im Endeffekt, die haben halt vier Leben, sind dafür langsam und ein bisschen klobiger. So. Hardcore-Textur. Marschalom. So, wo wollen wir hin? Wir könnten hier rechts fahren, Richtung Brücke. Oh, mit 7ern? Ja. Ah, da sehen wir alt aus mit unseren 5ern. Wollen wir natürlich gleich jetzt hier schön hoch high gewankt, ne? Dafür werden wir jetzt wahrscheinlich voll einen auf den Sack kriegen. Oh, hier hinter mir der BZ. Oha, der Raketenpanzer. Hier gehe ich ja fast unter. Schnell raus aus dem Wasser. Erstmal eine kleine Kettenwäsche. Richtig, ist wichtig. Ja, ja, vom letzten Match, ne? Ich habe noch voll die Schmauchspuren hier bei mir am Rohr. Erstmal schönes Rohr unter Wasser hier. So, den kriegen wir eh nicht. Ich würde hier rechts lang fahren, weil sonst links bist du total offen und häufig stehen die Jagdpanzer ja auf der anderen Seite des Sees. Vom Lake Chapawawa. Nein, keine Ahnung, wie der heißt, aber. Live Oaks. So, wir könnten jetzt versuchen, hier links rüber zu ballern. Da, wo der Chevy steht, weißt du? Normal würden wir hier jetzt langfahren und würden halt schön außen stehen. Und wenn der Chevy schlau ist, fährt er zurück, dass wir auch ein bisschen drauf schießen können. Wir haben hier so eine kleine Anhöhe, da könnten wir uns hinter verschanzen. Damit wir uns nicht gleich sofort einfangen. Oh. Kommt schon der Beschuss rein. Ich fahre ein Stück zurück. Da rechts, der ist offen, ist auch nur ein 5er. Shit. Der 7er ist leider auch da hinten. Der hat sich jetzt so ein bisschen auf mich eingeschossen. Da komme ich auch nicht wirklich durch. Da können wir erstmal ein bisschen den Kopf unten halten. Wobei so viele 7er. Wobei der BZ macht da jetzt einen Angriff. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Das ist schlecht. Ja, geil. Den konnte ich sogar noch holen dann. Sehr schön. Das war wichtig. Oben der Stritzwagen, aber der fährt zurück. Oh, oben sind aber ganz viele. Da müssen wir schauen, ne? Je nachdem. Nicht, dass wir jetzt zu vorschnell pushen. Der Tiger kommt. Linksseitig. Tiger 131. Der fährt hier übers... Oh, der kommt hier auch... Oh, da fahren ganz viele. Lass uns mal ein Stück zurückfahren. Der Type fährt und. Die kommen da jetzt alle. Wobei, nee, doch nicht. Dann können wir doch vorfahren. Der Tiger kommt jetzt rechtsseitig. Können wir gleich drauf gehen. So. Siehst du, der Tiger macht nämlich ordentlich Schaden. Aber mit dem Tiger komme ich aber nicht durch. Ja, das ist nämlich das Problem, ne? Du hast zwar eine geile Gun, die viel Schaden macht. Du könntest schauen, dass du weiter hinten bleibst. Weil der macht dich sonst jetzt mit zwei Schüssen. Oh, oben. Oben ist die Arti. Vielleicht kannst du, der Jagdpanzer. Vielleicht kannst du mit auf den gehen. Der Motor hat keine Leistung mehr. Shit. Ja, da habe ich jetzt versucht, den noch zu umrunden. Weil der hat nur so einen. Also hat keinen drehbaren Turm. Wie sieht das bei dir aus? Ah, schwierig. Oh, du könntest jetzt seitlich bei dem... Wobei, nee, zeig dich lieber nicht. Der wird dich jetzt gleich abaimen und dann macht er Ende Gelände bei dir. Du. Ja, da kommt er.
Der hustet dich gleich um. Da kommt's nicht durch. Der hat eine zu starke Frontpanzerung für deine Tierschläge. Ja. Ja. Ärgerlich. Aber das Match würde ich mir angucken. Mich würde mal interessieren, ob wir es noch reißen. Weil den See, guck mal, jetzt eigentlich drängen wir die jetzt gut ab. Weil wir haben die ganze linke Seite im Endeffekt gesaved. Und jetzt wird die Arti mit, weiß ich nicht, ein, zwei Backup-Einheiten von der Arti wird halt jetzt abgetrennt hier. Ich gucke jetzt mal beim A44, was der so macht. Das ist ja der Medium. Fährt der Jagdpanzer, ob er den holt? Ne, hinter der Anhöhe kriegt er eh nicht. Aber der steht jetzt hier schön safe. Der weiß auch, dass er da weiterhin steht. So, jetzt fährt der T34, fährt vor. Der wird jetzt spotten. Damit er, oder auch nicht. Und er wird gespottet. Jetzt traut sich keiner. Oh, da der Tiger 1. Oh, der hat noch viel Leben. Aber der hat auch gleich einen reingeschallert bekommen. Das war natürlich jetzt für den Tiger ein Fehler. Aber war zwar schön, dass er den rausgenommen hat. Periskop beschädigt. Die Arti müsste auch jetzt noch irgendwo rechts sein. Der A44 schießt lieber blind rein. Schauen wir mal, was der Bass, Alter. Der Bass Otto, der, da ist ja das Rohr vom Panzer länger als der eigentliche Panzer. Guck mal, was der auch für einen Neigungswinkel hat. Wie der hier steht. Und ja, das Rohr wirklich nach unten, also die Hügelkuppe da, wie der die ausspielen kann. Da zeigt er gefühlt nichts von seinem Panzer. Oh, jetzt ist er offen. Jetzt fängt er sich vielleicht an. Ja, Jagdpanzer gegen Jagdpanzer. Oh, schade. Oh man, der Tiger von hinten. Also von weiter hinten als da. Oh Mann, unsere sind jetzt ein bisschen. Weiß nicht. Ich finde, die losen gerade rein. Ja. Der Stützwagen hier, oder der. Ich weiß gar nicht, wie der Panzer heißt. Ist doch hier so ein Stützwagen oder so. Keine Ahnung. Der Schwede, der macht's auf jeden Fall richtig. Der wartet jetzt hier und guckt im Endeffekt, dass da am Tiger keiner mehr lang fährt. Also an unserem Toten da hinten. Aber lebenstechnisch sind wir sogar noch im Vorteil. Obwohl es ausgeglichen ist. Und beide auch noch eine Arti und so. Eigener Stützpunkt. Oha. Da müsste jetzt eigentlich mal der KV einschalten. Aber wenn die schlau sind, stellen die da die AT-8 rein. Also sprich hier diese, den Jagdpanzer. Weil der eine recht gute Abwehr hat. Der T-67 fährt jetzt zurück. Immerhin einer, der schaltet. Und währenddessen wird noch... Finden Sie mal schön, diese Community ist ja häufig sehr toxisch. Wird gleich geflamed. Oh, die Arti gleich drauf, aber kein Schaden. Jetzt der T-67. Das ist halt schön, ne? Der Jagdpanzer, obwohl das da drüben ein höherer ist, geht der da drauf. Und anstatt, dass der sich irgendwie groß wehrt, hat er natürlich erstmal einen Schuss auf die Arti abgegeben, weil die hat die geringste Dingens. Ja, der macht das gut hier, der T-67. Der macht das ja routiniert. Der hat den jetzt schön rausgenommen. Das war wichtig. Jetzt steht's so, dass wir sogar einen Panzer mehr haben. Das ist ganz belohnt und 800 HP mehr. Wir dürfen jetzt nur nicht pushen. Was macht der Schwede? Der tuckert hier in der Stadt und macht die ganzen Einfamilienhäuser platt. Ja. Aber der hat auch einen, finde ich, recht großen Turm für das Verhältnis vom... Zum Panzer, ja. Ja, voll überdimensional. Und auch dieses Ersatzrad wird wahrscheinlich kein Ersatzrad sein, sondern Gewicht. Also das an der Seite, weißt du, das links an der Seite, ich guck den gerade an. Wobei ich finde, das sieht schon so aus wie so ein Rad. Was macht der da? Ist, glaube ich, ein Rad. Bitte? Das ist auch, glaube ich, ein Rad für die Kette. Also ein weiteres. Oh, falls irgendwas kaputt geht.
Aber das sieht gar nicht so aus wie die Kettenräder, oder täuscht das? Das täuscht dieses. Wobei doch, doch, sieht so aus. Ja, okay, krass. Da ist seine Ersatzteile an Bord, die anderen haben das nicht. Ich schaue gerade beim KV-1. Der pusht jetzt hier rum. Der hat halt auch noch Full HP. Weil ich finde, mein Favorite Player von denen hier jetzt ist gerade der T67. Ja. Oh, da, offen. Battle jetzt. T67 gegen Stützwagen. Der dreht schon mal einen Turm. Oh, der traut sich nicht, der Stützwagen. Krass. Der ist gleich runter. Ja, die müssen halt den Tiger wegholen, ne? Aber der Tiger hat halt den Vorteil, das ist ein 7er Heavy. Der Deutschen, der hat eine dicke Panzerung und ein geiles Rohr. Ja, der KV wird weggemacht. Das war ärgerlich, aber der AT-8, der hat dich und mich ja auch geholt. Also der hat dir schön abgesahnt. Aber der ist halt auch die Panzerung, ne? Das ist echt abnormal. Dadurch, dass der darauf ausgelegt ist, der ist zum einen total flach. Hier, was ein Schlachtfeld, da stehen wir alle hier. Aber wie viele Panzer auch hier rechtzeitig weg sind, ne? Unser Team hat da recht viel verloren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Panzer haben wir rechtzeitig verloren, also ungefähr die Hälfte, das ist schon krass. Oh, da ist der Tiger. Oh, der hat geschossen. Jetzt. Oh nein, der P43 hat verschossen. Ärgerlich. Der Tiger nimmt den jetzt. Oh, ja. Das war wichtig. Das war wichtig. Ich dachte schon, der wird jetzt vom Tiger rausgenommen. Das war richtig wichtig. Jetzt könnte man nämlich safe, schön entspannt die Base einnehmen. Der AT-8 kann nichts machen. Darauf würde ich jetzt, glaube ich, gehen. Wenn ich die wäre. Weil alles andere macht, glaube ich, jetzt gerade so keinen Sinn mehr. Da ist die Arti, aber das ist machbar. Arti ist ja eigentlich nur ein Pappkarton. Da rechts, der STRV, also der M42 kann noch raus. Oh, jetzt hier Battle Arti gegen Dingens. Da hat die Arti gleich gemarkert. Scheiße, der geht jetzt aber auch in die Basis rein, ne? Nein! Wir haben den T67 verloren. Nein, jetzt verlieren wir noch. Außer die Arti bleibt da und wir cappen. Wenn wir cappen, könnten wir noch gewinnen. Weil der Stützwagen weiter nach vorne fährt und selbst wenn er nicht nach vorne fährt, die Selbstfahrlafette kann den nämlich zurücksetzen. Oh, der schießt ja schnell. Warum fährt er zurück? Das war's. Oh, krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, das war's. Jetzt will der den echt noch mit 65 HP. Will der jetzt versuchen, den rauszunehmen, oder wie? Das wird doch in 5 Jahren nichts. Na, was meinst du, Statement? Was soll man da sagen? Also ich sage es mal, wie es ist. Ist der AT-8 schlau, stellt er sich mit der Front zum Feind. Ist ja auch recht easy, ne? Weil eine andere Möglichkeit gibt es nicht groß. Der hat eine gute Abwehr. Der holt jetzt den ein und danach holt dann P43. Der nietet den jetzt raus. Oh Mann. Ja, siehst du, da kam schon der erste Schuss. Zack, schwupps. Der hat 700 HP und hat halt eine Frontpanzerung. Also das war wirklich schade. Das hätten wir, glaube ich, mit einem Cap hätten wir das noch holen können. Weil wenn die Arti den AT-8 einmal getroffen hätte, während hier gerade der, den wir beobachtet haben, der Medium oder was das war, der hätte da eigentlich noch schön cappen können. Mhm. Dann wäre nämlich der AT-8 zurückgesetzt worden. Naja, schade. Dafür eine umso bessere erste Runde im Gegensatz zu dieser jetzt.
Damit würde ich dieses Video für heute erstmal beenden. Wir sehen uns in einem weiteren Video bei World of Tanks, ne, wenn wieder die Ketten rollen und das Kanonenrohr glüht. Bis dahin, tschüss.